Also wir sind hier in Böblingen in unserer Gemeinde und in den Gemeinderäumen und wir haben heute unser Flüchtlingstreffen, unser Konversationstreffen. Hier das Konversationstreffen bieten wir an für das Flüchtlingsheim, das sich eigentlich gleich um die Ecke unserer Gemeinde befindet. Das war auch die Bitte damals der Stadt, dass wir hier Sprachkurse, Sprachtraining anbieten für die Flüchtlinge, die dort wohnen. Ja, der erste Schritt war eigentlich so eine Entscheidung in unserem Gemeindeausschuss, dass wir gesagt haben, wir würden gern dieses Thema Such der Stadt Bestes nochmal aufgreifen. Und nach den Fernsehmeldungen Ende 2014, Anfang 2015 dachten wir, wir müssen bestimmt in der Flüchtlingsarbeit irgendwas tun und der Stadt auch hier vielleicht unsere Hilfe anbieten. Und wir sind dann eben zur Stadt gegangen, zur Integrationsbeauftragten und haben sie gefragt, was können wir als Adventisten tun? Und sie haben sofort, sie wussten genau, unsere Gemeinde ist um die Ecke dieses Flüchtlingsheims und haben uns gebeten, ob wir diese Art der Konversation mit den Flüchtlingen halten wollten, ob wir mit den Flüchtlingen zusammen sprechen wollten, Alltagssituationen nachstellen, Alltagsgespräche führen wollen. Und wir haben gesagt, lasst uns das versuchen und wir haben gestartet im April 2015. Also ihr werdet es nachher vielleicht selber sehen, schon allein das fröhliche Lachen und die Freude, die die Flüchtlinge hier haben, ist schon Belohnung genug für uns. Und wenn man dann die Fortschritte sieht, die sie machen, innerhalb von 3 Monaten sprechen sie die ersten Sätze Deutsch, verstehen einen, das sind ganz tolle Erfahrungen. Ja, also wir sind in der Gemeinde so zusammengewachsen durch diese Arbeit. Wir sind von klein, von jung bis ganz alt. Jeder hilft mit. Wir sind eine große Gruppe und es ist eben nicht nur die Jugend, es ist nicht nur der Chor, es ist nicht nur der Bläserchor, sondern es ist querbeet durch alle Gruppen hindurch. Haben wir Mitarbeiter, die mitmachen und das schweißt unheimlich zusammen. Mein Name ist Silvia, ich bin 50 Jahre alt, gelernte Industriekauffrau und bin eine von 15 Mitarbeitern hier in diesem Flüchtlingsprojekt in Böblingen.